Guten Morgen. Heute ist der letzte Tag der Eisheiligen, die kalte Sophie. Sie wird mit Buch und Palmzweig dargestellt. Sophia ist der griechische Begriff für Weisheit. Da klingt bei mir vor allem die göttliche Weisheit an. Gott, der in seiner Weisheit für jeden Einzelnen von uns ein verwirrendes Geflecht unzähliger wählbarer Zukünfte geplant hat. Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann, wie Paul Gerhardt das so tröstlich gedichtet hat. Er ist der, der in unserem individuellen Labyrinth des Lebens über den Mauern steht, die uns die Sicht versperren. Da ist es zwischendurch sicher weise, im Alltag mal einen Blick nach oben zu werfen oder sich die Worte ins Gedächtnis zu rufen, die wir im Atemschutz der Feuerwehr gelernt haben, wenn es besonders hektisch wird. Stehe still und sammle dich. Das heißt, mitten im Lärm, Feuer und Rauch sich Zeit nehmen, ruhig zu werden, innerlich auf Distanz zu gehen, seine gegenwärtige Situation zu analysieren und mögliche zielführende Wege zu wählen. Dieser Spruch, stehe still und sammle dich, ist mir seit der Zeit der Feuerwehr geblieben und hilft mir auch zwischendurch im Alltag. So wünsche ich euch immer mal wieder das Stillstehen, Sammeln und den geistigen Blick auf Gott, der gelassen da oben auf der Mauer sitzt und uns zeigen kann, wo es lang gehen könnte. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und bleiben Sie gesund.